Wenn dein schlimmster Albtraum plötzlich Realität wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Rückzug oder Vollgas. Ich habe mich für Vollgas entschieden. Was für ein Fehler. Liebe Lucy, deine Reise führt dich nach Schweden. Hier gibt es einsame Wälder, nordische Gemütlichkeit und wunderschöne Natur. Genieß die frische Luft und atme tief durch. Du wirst die Entspannung gebrauchen können, denn du hast einen Fehler gemacht. Du trittst an für Team Klaas. Begib dich zunächst zu meiner Kontaktperson. Die baldigen Koordinaten zeigen dir den Weg. Adieu, dein Joko. Ich habe mir Lucy Jarkowska ins Team geholt von den No Angels. Die weiß alles, ist sehr tough, cool. Ist gut, wenn man die im Team hat, weil die alles kann. Zauber, ne? Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt kein Mensch, der in seinem Leben nach Extremen sucht. Wenn man mich aber herausfordert, dann kann ich schlecht Nein sagen. Na, war klar, da muss eine unmenschliche Aufgabe her. Ich bin dann ziemlich lange, muss ich sagen, diese Koordinaten gefolgt. Und die haben mich dann einfach zu so einer Holzhütte geführt, die auf einem Felsen stand. Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, was mich erwartet. Oder was ich zu erwarten habe. Ich dachte, dass ich mich da erst mal ausruhen darf. Ich habe mir das gewünscht, weil ich war ziemlich erschöpft. Hallo? Hey, du! Komm in! Ach Gott, als ich die Tür aufmachte, war das grotesk. Hey, come in! Welcome! Da saß tatsächlich so ein Mann mit so einer Perücke, so gelbe Klamotten und einen Affen auf dem Schulter und hat gemeint: I'm Pippi Longstockings from Sweden. Er sei Pippi Langstrumpf. Das ist Pippi Langstrumpf? Das ist Pippi Langstrumpf. Das ist sie heute? Das ist sie heute. Feel old yet? Yeah. Do you want a drink? I don't think so. Sieht eher aus wie Kaka Kurzsock, aber... Do you want some? No, thank you. I'm so glad you're here. So, what's the deal? Cheers. Ich fand das auch richtig verwirrend, weil ich habe eine Aufgabe erwartet. So, what did you say? Nice talk. Now we need to pack the bags. Und dann plötzlich sagte er, los! It's time to go! We got taking this with us. You can hold my beer. Yeah. Are we gonna take this one with us? Okay. Wir müssen jetzt gehen. Aufstehen. We gotta bounce, we gotta bounce. We going north. Come on, Lucy! Und meinte, wir laufen jetzt zum Auto. We go north. Okay, we go north. A lot of fun with Lucy. And we go. Easy. All right, let me walk a little bit before you. Der Typ war so irre. The fucking car! Come on, Lucy. Hurry up. Dieses Auto, das war wie ein Disco aus den 70er. Rosa Sitzbezüge, so ein Schweinlenkrad mit Ohren, Nase und so ein kleines Schwänzchen unten. There is a gun on the back seat. Yeah, you're driving. Ich sollte fahren. Come on, Lucy, let's go. Okay. Und wir sind losgefahren. Also, ich bin losgefahren. So, let's start the party. Lucy in the sky with diamonds. Ich dachte aber, okay, vielleicht ist das meine Aufgabe, einfach diesen Menschen jetzt hier zu ertragen.
All right, cheers. Yeah, cheers. Okay, at some point, you have to tell me what the challenge is, because I came here for a challenge, and for right now, like, you've been screaming and shouting and drinking and... There are many challenges in life, and soon you will meet another one. Das war sehr mühsam. Die Autofahrt war sehr mühsam. Do you want me to do something? No, thank you. I can do the... No, don't touch anything. The handbrake? No, it's all good. The shift stick? No, it's good. Do you have this? Woo-hoo. Yes. Here we go! We don't need it. We need the disco. Disco, no, we don't. Disco. Ich war so ein bisschen zwiegespalten in mir drin. Flippe ich jetzt hier aus, weil ich würde das in meinem normalen Alltag nicht wirklich aushalten. Also so ein Menschen. And since you are such a lovely person, I'm gonna take you to see a beautiful, beautiful... What? Swedish sunset. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach nur aufs Fahren konzentriert und dachte, weiterfahren, bis ihr irgendwann sagt, stopp. Hoffentlich. All right. This is my favorite place for a sunset. Und da waren wir, an seinem Lieblings-Sonnenuntergangs-Spot. This is the sunset spot. Okay. And now it's time for how much is the fish? A Swedish delicacy called surströmming. You will love it. Erinnerst du dich noch? Hast du auch schon mal gegessen? Wenn ich das sehe, ne, kommt's in mir hoch. Joko told me that we're gonna eat this. Sag mal, findest du das nett, dass du jetzt das praktisch weitergibst? Also was kann denn Lucy dafür, dass ich dich schon mal gezwungen habe, den zu essen, den Ekelfisch? Vielleicht findet sie das sehr lecker. Ich mag eigentlich Fisch, auch aus der Dose. Also es gibt echt irgendwie super, auch mit Soßen und so Sachen, die einfach richtig geil schmecken. Ich dachte so, okay, wenn das die Aufgabe ist, gib her dann irgendwie Augen zu und durch. You ready? Oh, you, I don't think you're ready for this, but let's try it. Und Leute, ich habe den ersten Stich in diese Dose gemacht, so das Geruch. Oh my God, that's, oh my God, that stinks. Yeah, it's a Swedish tradition. Eine Mischung aus frische Kotze. It's really good. Ein totes Tier, das schon 3-4 Tage in der Hitze liegt. Vermischt mit so richtig Gammelfisch. Oh, man. Gerüche, die man sich in seinem Leben nicht wünscht. This is a challenge. Und dann sagt er, dass wir jetzt davon was essen sollen. Are you crying? No. Und ich dachte, nee, komm, das schaffst du. Du reierst jetzt nicht alles hier voll. Fucking challenge! Sie denkt, das ist ihre Aufgabe. Ja, da kann ich ja nicht für. Doch. Und da waren diese Fischfilets. Oh, my fucking shit! No, no, no. Think about something nice. I need a bag. You can open the door if you need to puke. I need a bag. In so Unwissenheit lässt du sie das erstmal fressen, um danach zu sagen, ah, hätte sie gar nicht gemusst. Ist doch scheiße. Here you go. Okay, okay. You can take this one. Take this smaller one. Cheers. Welcome to Sweden. I love you. Delicacy. Oh, ich hab's probiert. Ich hab's versucht. Es ging nicht. You want another one? I have a big one for you. Es kam alles raus. Sure you don't want another one? You can have another one. It's a Swedish delicacy, surströmming. Die Sonne ist etwas, was man ja immer genießen kann.
oder ihn genießen sollte. You Germans, man. You get... Aber hätte ich gewusst, dass das der widerlichste Sonnenuntergang meines Lebens wird. Wie kann doch ein Mensch sowas essen, Alter? Wäre ich wahrscheinlich umgedreht und zurückgefahren. You made it. Yeah? You made it. Ich war ein bisschen erleichtert, weil ich habe es getan. Yeah. Am I done? So yeah. That was it? Tomorrow is the real challenge. What? You heard me the first time. Get into the car, let's go. It's getting dark, the sun is down. Also ich war fest davon überzeugt, dass das die Aufgabe ist. Aber ich dachte so, hey, das ist echt... Das ist arschig. Richtig unhöflich ist das. Mhm. Okay. Richtig unanständig. Ich kann es jetzt echt nicht glauben, dass ich echt nach Schweden gereist bin, um so eine Kacke zu fressen. Hat denn dieses widerliche Zeug jetzt die ganze Zeit umsonst gegessen, für nichts? Nee, nicht für nichts, ihr habt gekotzt. Ich wollte einfach nur ins Hotel und mich hinlegen. Nein, da kommt natürlich noch was. Dann bin ich ja beruhigt. Am nächsten Morgen war dann Pippi weg. Ihr Auto stand aber noch da. Im Auto war dann noch ein Brief von Joko. In dem stand, dass ich zum Hafen fahren muss. Und was stand da noch? Was meine tatsächliche Aufgabe ist. Also, hier steht ein schwedisches Sprichwort. Besagt, dass wer Stinkefisch im Auto isst, muss dann das Auto wieder ins Meer versenken. Zwar selbst. Ich sollte das Auto mit mir versenken. Ich dachte, das ist ein Scherz erstmal. Liebe Lucy, da du unvorsichtig genug warst, Stinkefisch im Auto zu essen, musst du nun nach schwedischer Tradition die Konsequenzen tragen. 50 Meter vom Ufer entfernt wurde extra für dich ein Loch in die Eisdecke gesägt, in das du bitte samt Stinkeauto langsam hineinfährst. Für den Gewinn des Länderpunkts ist es ultimativ wichtig, dass du den Entstinkungsvorgang von innen überwachst und mit dem Auto versinkst. Erst wenn das Auto komplett mit Wasser vollgelaufen ist, darfst du dich befreien und zurück an die Oberfläche schwimmen. Viel Erfolg, dein Joko. Ach, nachdem man sowas liest, bekommt man erstmal so einen kleinen Schock. Mein Kopf ist gerade echt Matsche, ne? Also. Sag mal, merkst du noch was? Das ist ein kaltes, eisiges Grab. Ja, nur wenn sie es nicht schafft. Im Gedanken riecht es immer noch überall um mich herum nach ausgetrockneter Kotze. Aber das ist dann ja weg. Mein erster Gedanke war, wie soll das also technisch überhaupt gehen? Willst du dir vielleicht mal anhören, was so ein Experte dazu sagt? Da kam dieser Schwede. Hi. Hallo, Sie. I understand you are about to drive this car. No. I was just asked if I would do it. Ich hatte viele Fragen. I mean, how cold is that? It's at least 1 or 2 degrees over zero. Ich habe mir das Wasser angeschaut und gesehen, wie die Oberfläche immer wieder zufriert. I have to have air. I yes. Can't just like... You will have air. There is a tank with oxygen that will last for 30 minutes. Da denkt man sich erstmal, das ist nicht viel. Eine große Frage war, wie komme ich aus dem Auto raus? Ach, gut, du Scheiße. On the bottom, just take it easy. Do not rush. Try to take yourself out and smash the window. Dann hieß es, dass es irgendwie so einen Stift gibt, womit man die Scheibe zerschlagen kann. Kannte ich nicht. Was passiert, wenn das unter Wasser nicht funktioniert? We will have people on the ice and below the surface. Irgendwie im Auto eingeklemmt zu sein. Und dann noch einen Ausweg aus dem Eis zu suchen, wo diese dicke Eisdecke über deinen Kopf hängt. Da werden auf jeden Fall Urängste, die ein Mensch hat, getriggert. Hast du da selber gerade zugehört, was das für eine Aufgabe ist? Mhm. Ja, also ich habe irgendwie verrückte Sachen in meinem Leben gemacht, aber das geht ja echt
drüber hinaus. Ich habe es nicht mal geschafft, ohne Auto ins Eiswasser zu gehen. Ganz wichtig für mich war es zu wissen, dass ich jederzeit diese ganze Aktion abbrechen kann. Sie ist ja von den No Angels. Wenn sie das aber schafft, ist sie ein Angel für mich. Irgendwann musste ich mich dann entscheiden, das Ganze anzunehmen. I'm ready to try and get to it. Ja, yeah. We'll give it a try. Klaas, du bist mir was schuldig, wenn... Na, weißt du. Ich weiß, sie hat Nerven wie Drahtseile. Und sie wird, egal was da noch kommt, hervorragend machen. Let's go. Ja, und dann ging's relativ schnell. Dann wurde mir das Neoprenanzug angezogen. Oh, Leute! Es wurden mir viele technische Sachen noch mal erklärt. Die haben gesagt, Lucy, fahr langsam darunter, weil das Wasser wie 10 Vollbremsen dann in dem Moment agiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hab ich noch mal Augen zugemacht und ganz tief durchgeatmet. Ich habe diese Eisfläche vor mir gesehen. Oh, dieses Loch. Und ich habe dann überlegt, hin und her, hin und her. Und das war so, jetzt oder nie. Okay, let's do it. Und dann bin ich ganz doll runtergebrettert. Das war echt zu doll. So ein krasser Aufprall. Das war so einen Aufprall. Ich bin okay. Alles gut. Warum rast die denn da so rein, wie so eine Irre? Es ist nicht die Aufgabenstellung gewesen. Es ging richtig schnell, dass das Wasser schon im Auto war. Ich habe mich nur festgehalten. Ich guckte rechts, ich guckte links. Und das Auto füllte sich so schnell. Ich habe dann auch die Kälte gespürt. Es war eiskalt. Irgendwann kam der Moment, wo das Wasser schon mir bis zum Hals war. Und eine Sekunde auf der andere war mein ganzer Kopf unter Wasser. Ich habe dann auch diesen Eisblock an der Seite gesehen. Wie ich wirklich an den vorbei runtergehe. Ich musste mich so konzentrieren aufs Atmen. Bloß nicht in Panik geraten. Und der einzige Gedanke ist, da rauszukommen. Ich hatte so einen Stift bekommen, womit man die Scheibe zerschlagen kann. Die Frontscheibe war schon ein bisschen kaputt gegangen durch den Aufprall. Ich habe da reingestochen und gestochen und gestochen und da passierte nichts. Irgendwann, dass dieser Stift vielleicht kaputt ist. Und dann habe ich versucht, auch mit den Füßen richtig ranzudrücken. Hat überhaupt nichts gebracht. Die Scheibe ging nicht kaputt. Und ich dachte so, okay, wie komme ich dann raus?
Und dann habe ich mich umgedreht und so ein Seitenfenster abgetastet, um zu gucken, passe ich denn da raus? Ich habe dann den Stift genommen und beim ersten Mal zerplatzte dieses Glas in tausende millikleine Stücke. Jetzt ganz ruhig bleiben, weil ich musste mein Luftgerät im Auto lassen. Ich dachte nur so, okay, tief durchatmen, schauen, dass du nirgendwo hängen bleibst. Frische Luft war dann da. Das war ein gutes Gefühl. Die Freude nach so einem Erlebnis ist unbeschreiblich. So, nochmal. Ich war dann so stolz auf mich, mich überhaupt überwindet zu haben. Du hast einen Länderpunkt vor allen Dingen. Du hast einen Länderpunkt. Krass. Ja, Länderpunkt. Länderpunkt Bulgarien, Schweden. Das hat mich sehr glücklich gemacht.